und da sollten wir schnell alles klären hier zum Antivana-Lager. Das Quest Krähenmord abschließen. Niemand belügt mich, Nuncio. Wann wolltet ihr mir eigentlich mitteilen, dass ihr eine Krähe seid? Ob ich eine Krähe bin oder nicht, hat mit eurer Nichterfüllung des Auftrags nichts zu tun. Ich bin schwer enttäuscht. Und niemand enttäuscht die Krähen, ohne mit dem Leben dafür zu bezahlen. Ah, armer dummer Nuncio. Die Krähen lieben diesen Satz, aber ich bin der lebendige Beweis dafür, dass er eine Lüge ist. Warum sie auf dem Irrglauben beharren, Leute wie euch und den Wächter töten zu können, das wird mir wohl ewig verschlossen bleiben. Severin, wolltet ihr nicht gehen? Manche lernen es eben nie, weil sie Idioten sind. Wenn ich hier fertig bin, müssen sie Nuncio und seine Leute in einem Weinfass zurück nach Antiva schicken. Bam! Das würde ich wirklich gerne sehen. Ihr seid nichts weiter als ein Verräter und ein Feigling, Severan. Ihr werdet hier sterben. Oh. Aug um Aug. Ja, sicher. Wollen wir doch mal sehen, wie ihr euch dabei anstellt. So, dann wollen wir sie jetzt mal alle niedermetzeln, niederstrecken, diese feigen Schweine. Nuncios Wache. Okay, hier ballern wir erstmal den guten alten Feuersturm so rein, würde ich sagen. Ich glaube, der sitzt ganz gut so. Und hier dann Kältekegel, komm. Okay, die sind doch härtere Gegner, als ich erwartet hätte. Gut, dass wir Severin noch an unserer Seite haben. Hier, Feuerball rein, pam. So, das tut auf jeden Fall schon mal weh. Jetzt haben wir das Gefängnis auf den hier, komm. So, mich wollen die angreifen tatsächlich, die Penner. Das kriegen sie aber nicht hin. So, jetzt muss ich mal kurz im Kreis rennen und warten, bis kurz meine Area Damages wieder da sind. So, jetzt. Hier rein einfach. Pam. Parts, das ist euer Tod. So, du musst mal eben eine Gruppenheilung machen. Ja, da haben sie nicht mehr viel zu lachen, die Krähen aus Antiva. Nuncios Wache geht jetzt auch down. Und wo ist Nuncio? Da ist er. Jetzt auch sterben wird. Bam! Er kriegt so schön was auf die Fresse. 1000 Erfahrung. Ihr wollt doch bestimmt das Lager plündern, oder? Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja, erstmal das Lager plündern. Das ist eine gute Idee. Hochwertiges Langschwert. 27 Schaden. Vielleicht kann das ja schon wer anziehen. Nehmen, Evelyn. Was sieht's mit dir aus? Hochwertiges Langschwert. Ist auf jeden Fall besser. Ja, ist noch einen Tacken besser. Nehmen wir, geben wir erstmal. Das hier will ich dir ja gerne geben. Aber da brauchst du noch ein paar Punkte mehr Stärke. Wie viele hat sie jetzt? Evelyn, wie viel Stärke hast du? 37. Einen Stärkepunkt mehr. Genau, einen Stärkepunkt mehr hat da gefehlt. Den habe ich falsch investiert, will ich mal sagen. So, Nuncio haben wir jetzt umgebracht. Ja, da lassen wir natürlich Isabella mal ran. Ihr seid hochwertiger Kurzbogen, durchtrenntes Seil, 25 Silber. So, können wir hier noch was aufheben? Was haben wir da vorne? Gebiet verlassen, das wollen wir natürlich jetzt noch nicht machen. Das ist noch ein Fass, das können wir auch noch öffnen. Mit einem fehlerhaften Diamant, immerhin, bringt sicherlich nicht gerade wenig Kohle. So, das war's hier, was es zu plündern gab, oder was? Sehr läppisch. Haben ja gar nichts dabei, die Burschen. So, Severin. Ausgezeichnet. Meinen früheren Waffenbruder zu töten, erfüllt mich mit eigentümlicher Befriedigung. Ich kann euch nicht viel als Belohnung anbieten, Champion, aber nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Liebste Isabella, es war mir ein Vergnügen, euch wiederzusehen. Ihr reist in bester Gesellschaft. Das war's? Ihr geht? Was ist mit Sex? Immer noch direkt wie ein Zwergenhammer, was? Nun, warum nicht? Wie, die Isabella will jetzt mit Severin schnell noch mal eine Runde drehen? Das geht natürlich nicht. Isabella nicht. Verbieten wir ihr natürlich, oder? Wir sind auch Schwarzmagier. Wir können ja nicht unser Vibesbild hier einfach so wegziehen lassen. Also mir wäre es ja ehrlich gesagt egal. Aber nein, Isabella. Ich möchte nicht, dass ihr das tut. Also gut.
Aber ich kann euch nur raten, das nachher wieder gut zu machen. Zeit zum Weiterziehen, wie es so schön heißt. Ich habe zu Hause einen Krieg zu führen und viel zu wenig Zeit dafür. Vielleicht treffen wir uns wieder, Champion. 1200 Erfahrung auch nochmal. Mensch, 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 das geht ja rapzap. Severin Arainai oder so wahrscheinlich. Irgendwie sowas haben die sich da ausgedacht. Und die Isabella will direkt mit dem die Kiste hüpfen, die alte Schlampe. Mensch, 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 die Jugend von heute. Machst du nichts, sag ich euch. So, wer braucht Rettung? Das Quest ist leider kaputt in der verwundeten Küste. Ist nicht machbar. Da haben wir uns sehr doof gesucht. Vor kurzer Zeit. Noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 2 Tagen war das in der Folge. So, und was haben wir hier? Verwundete Küste, die Knochengrube. Da soll es richtig heiß hergehen. Da habe ich noch ein bisschen Panik vor, ehrlich gesagt. Ich gucke nochmal kurz in unser Questlog. Gehen wir noch einmal. Ups. So, und jetzt gehe ich nochmal in unser Questlog kurz. Ja, diese Schriftrollen, die avirganischen Schriftrollen, die sind irgendwie in den Karten, enthalten dann kurz ein paar Gegner, so wie ein Golem, der irgendwelche Waren verkauft, so wie ich das verstanden habe. Das ist aber kein wirkliches Quest. So, da hätten wir noch die verlorenen Schwerter, da können wir halt diese Schwerter noch abgeben. Bei Tarbas ist aber auch kein richtig gutes Ding. Bring Isabella zu Velasco, er verbringt seine Nächte in der blühenden Rose. Geh in die Knochengrube, um nach Dragostein für Anders Trank zu suchen. Andenken an die Daily Shadow Mary könnten wir mal eben den Ring zurückbringen. Ich glaube, das ist eine gute Tat, die wir schnell noch hier in diese Folge reinstecken können. So, da ist auch schon die Meryl. Zack, Kinder. Vor ihrem Lagerfeuerchen. Sieht sehr kurios aus. Warum so traurig, Meryl? Ist das für mich? Es ist wunderschön. Wisst ihr, was das ist? Er kommt von den Dalish. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ein Ring? Was sonst? Es ist ein Schmuckstück. Ja, aber das ist nicht alles. Das ist Silvanholz. So selten wie Diamanten. Man findet es nur an sehr alten, äußerst wilden Orten. Die Schnitzereien erzählen die Geschichten des Verrats. Wie der Schreckenswolf sämtliche Götter aus der Welt fortgelockt hat. Erzählt mir die Geschichte. Ich bin immer an guten Geschichten interessiert. Über den Herrn der Ringe des Silvanholzes. Fangt am Anfang an. Was ist mit den Göttern geschehen? Vor langer Zeit gab es 2 Götterclans. Die Schöpfer behüteten das Volk, die Vergessenen machten Jagd auf uns. Und es gab einen Gott, der keiner dieser beiden Gruppen angehörte. Fenharol, der Schreckenswolf. Er war ein Verwandter der Schöpfer und hatte ihnen in den alten Zeiten in ihrem endlosen Krieg gegen die Vergessenen oft zur Seite gestanden. Die Götter haben Krieg geführt. Er ist also ein Kriegergott. Dieser Schreckenswolf war also ein Gott des Krieges? Schlimmer. Er war ein Schwindler. Fenharol war gerissen. Er konnte sich ohne Angst in beiden Götterclans bewegen und beide dachten, er sei einer von ihnen. Er suchte beide Seiten auf und erzählte ihnen, ihre Widersacher hätten eine schreckliche Waffe geschmiedet. Eine Klinge, die den Krieg beenden würde. Den Schöpfern erzählte er, sie sei im Himmel geschmiedet worden. Und den Vergessenen, sie sei im Schlund verborgen. Und als sich die Götter auf die Suche nach ihr machten, schloss er beide Clans für alle Zeiten in ihren Reichen ein. Somit ist jetzt nur noch er allein in der Welt übrig. Eine interessante Geschichte, Meryl. Das Geschenk gefällt euch also nicht? Der Ring hat also eine Bedeutung. Er ist wohl nicht besonders romantisch. Verrat klingt nach etwas Schlechtem. Nächstes Mal versuche ich es mit Blumen. Schlecht trifft es nicht ganz. Dieses Schmuckstück wurde für eine Hüterin gefertigt, wisst ihr? Einen Clan vor dem Schreckenswolf zu beschützen, ist die Aufgabe einer Hüterin. Ich hatte einst selbst so einen Ring und ich habe ihn zurückgegeben. Maseranas. Jetzt hast du wieder einen, Meryl. Und die Feindschaft steigt trotzdem, obwohl wir ein Geschenk gemacht haben. Aber das liegt ja, wie ich gehört habe, daran, dass wir diesen Feindschaftsbonus dann schneller kriegen und nicht irgendwo in der Mitte rumtummeln. So, das hätten wir jetzt auch erledigt, das Quest. Jetzt ziehen wir doch nochmal weiter. Und dann überlege ich gerade, ob wir mal in die Oberstadt gehen und diese Geschichte mit Meryl. Nein, ich gucke nochmal gerade in unser schönes Questlog.
Ja, bring Isabella zur Wache, geh in die Knochengrube, Minenmassaker, Knochengrube, da wartet auf jeden Fall einiges auf uns. Die verlorenen Schwerter, die können wir mal in der Oberstadt eben abgeben. Was wir da zumindest überhaupt schon haben, dann finden wir vielleicht auch heraus, wie viele wir da abgeben müssen. Euer Gatte ist mit mir einer Meinung. In welcher Sache? Er hält die Kommandantin für wahnsinnig. Er hat mir gesagt, dass sie hinter eurem Rücken gegen Wachen ermittelt, die sie verdächtigt, insgeheim Magier zu sein. Selbst wenn das wahr wäre, würde er es euch nicht erzählen. Er wird nicht für sie kämpfen, wenn es soweit ist. Würdet ihr euch gegen euren eigenen Mann stellen? Ich weiß nicht, ob ihr lügt oder verrückt seid. Ob Anders da die Wahrheit erzählt? Ob Donnick wirklich was gegen Meredith hat? Ich weiß es nicht. Aber Anders ist eigentlich immer sehr vertrauenswürdig. So, Tabas. Konntet ihr einige Kunari-Schwerter finden? Bitte sehr. Das ist alles, was ich finden konnte. Belangt ihr für diese Aufgabe Gold? Aber sicher doch. So ist es üblich. Nun gut. 90 Silber kriegen wir dafür. Das ist ja lächerlich. Wir haben denen so viele Schwerter gegeben, die wir teilweise für 3 Gold gekauft haben, kriegen dafür 90 Silber zurück. Also dieses Quest lohnt sich auch nicht. Scheinbar sind diese Nebenquests gerade nicht so atemberaubend. So, jetzt gehen wir ins Rotlichtviertel. Und jetzt machen wir erstmal diese Aktion mit Isabella. Wo wir sie als Lockvogel benutzen wollen. Ich denke, ihr könnt euch daran erinnern, das dürfte nochmal richtig spannend werden, liebe Freunde. Auf zur blühenden Rose.